Guten Tag, na, wie geht's euch? Alles fresh, alles fit? Was geht ab, was geht ab? We eat mushrooms after they die. Der Bre ist einfach offline. Der hält ja nicht mal ein Mikrofon in der Hand. But here's the twist. Mushrooms eat us after we die. Isn't that concerning? Hör doch auf, ihn voll zu reden. Der Arme verliert schon alle seine Haare da oben, ey. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Er ist 10 von 10 baked gerade. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh Mann, TikTok, was geht eigentlich immer auf dieser Plattform ab? Neben normalen Content, den man sich ab und zu mal geben kann. Köstlicher Kill. Köstlicher Kill. Gibt es auch eine dunkle Seite und auf der, ja, keine Ahnung, was es da nicht alles gibt. Ja, ihr seht selbst, keine Ahnung, was da abgeht, Mann. Naja, und neben solchen random Sachen gibt es natürlich auch noch Trends. Und if you know, you know, TikTok-Trends sind einfach dumm. Das meine ich, was ist das? Wer kam als erstes auf so eine Idee und wieso ist das zu einem Trend geworden? Und natürlich muss Speed sowas auch wieder ausprobieren. Ey, ich kann nicht mehr. Bitte nicht auch noch Speed jetzt. There you go, ready to one. Wieso macht er das auch in seinem Zimmer? So ekelhaft, der ganze Boden hat geklebt danach. Junge, ist das Was soll das sein? Was bringt das? Okay, ist schon ein bisschen witzig, das zu sehen, aber trotzdem, what the f***? Und dann gibt es natürlich auch noch dazu die Leute auf TikTok, die eigentlich nicht auf TikTok sein sollten. Aus guten Gründen. Was soll das? Wäre ich der Patient und würde vor meiner OP das von den Ärzten auf TikTok sehen, ey, ich würde einfach mein Schicksal akzeptieren. Das war's dann. Keine Chance auf Rettung. Genauso wie es keine Chance auf Rettung gab bei dem Kollegen seinem Auto hier. Obwohl, weiß ich jetzt nicht, ob das so als Auto durchgeht. Wer hat den Müll da zusammengebaut? Holy shit! Das Ding ist zusammengefallen wie Lego. Aber auch selber schuld. Er hat es drauf angelegt. Ich meine, was hat er da gebaut? War klar, dass das niemals halten wird. Made in China. Bro is two steps ahead. Okay, okay, was sehen wir hier? Er spielt bisschen Billard online. Okay, cool. Also ich habe schon vieles gesehen mit anderen Dingen und Tricks, aber das ist einfach. Es funktioniert sogar. Er hat einfach einen Real-Life-Cheat gefunden. Ja, sehr, sehr nicer Trick. Und wo wir gerade so über coole Tricks reden, schaut mal den im nächsten Clip an. Falls ihr zufällig auch gerade bei einem Bäcker oder in einem Café arbeitet, dann könnt ihr den safe gebrauchen. Ich verspüre echt Schmerzen gerade. Das war echt gottlos Scheiße, was da gerade passiert ist. Was soll das? Ich habe jetzt echt was Heftiges erwartet. Ach, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich habe ich jetzt was Cooles erwartet, oh Mann. Naja, klasse. Also, falls ihr in einem Café arbeitet, probiert das doch mal aus. Oder besser nicht, weil ansonsten seid ihr einen Tag später arbeitslos. My family trying to sleep. Me at 3 a.m. Yo, okay. Was ist das für ein Mikrofon? Cleaner Headshot, by the way. Aber würde ich das bei meinen Eltern machen? Und niemand hat auch Lust, mit ihm zu zocken, wenn er sich die ganze Zeit so anhört. Ja, mega entspannt. How we pulling up to the OG Fortnite. What the hell? Bye.
Brother, hold on, man. Hold on, hold on, man. Hold. Please, 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 please. Who is that coming off the goddamn pick and roll, Amber? Der Bruder ist bisschen zu hyped auf Fortnite. Er ist völlig gefangen. Aber nee, Spaß beiseite. Der Haarschnitt ist ja richtig OG. Richtig geil, Mann. Richtig OG. Ich weiß, was ich meinen Friseur nächste Woche zeigen werde. Ach ja, und wo wir gerade schon so über Fortnite reden. Für Fortnite! Armer Nachheim. Ich habe da eine Frage. Was ist besser als ein Haarschnitt von Fortnite? Richtig, kleine Kinder in Fortnite zu trollen. Genauso wie der Ehrenlose im nächsten Video. This slow motion map is too funny. Totenkopf-Emoji. Ich glaube, der Arme will, dass du mal kurz stoppst. Ey, das ist so gemein. Mach's nochmal. Der Kleine hat einfach kurz seine Dämonen rausgeschrien. Das war ja unglaublich. Ich wette, seine Mutter ist danach auch noch in das Zimmer gekommen. Was muss die sich gedacht haben, wenn ihr Sohn, ihr kleiner dreijähriger Bub, der eigentlich ein normaler Junge sein sollte, plötzlich so rumschreit? Ja, nice, Mann. Dancer Coffee, voila. Leckerer Emoji. Okay, dem Emoji zufolge erwarte ich hier jetzt einen köstlichen Kaffee. Köstlicher Kill. Wow, Moment mal. Was war das jetzt? Olivenöl, bisschen Sand. Und was soll das sein? Mozzarella-Wasser einfach. Bah! Und dann kommt am Ende so eine Säure dabei raus. Okay, ja, ich weiß nicht so. Jetzt keine Ahnung, Mann, ob das geil ist. Ja, okay, entspann dich. Ich will meinen Kaffee später auch noch trinken. Junge, der haut dort fast ein Loch in die Wand. Noch ein bisschen härter und das Glas zerspringt in tausend Teile. Kann ich mein f***ing Getränk haben? Bitte? Ah ja, danke. Ich frag mich echt, wie das schmeckt. Oh my God! Bottle breaking ASMR. Hä? Huh? Was für ein ASMR? Okay, das sieht geil aus irgendwie. Also ich sage safe, bei der nächsten Kugel wird es kaputt gehen. Bro, okay, what the f***, relax dich. Was waren das für Geräusche? Bisschen zu sus, Bro. Das ist echt geil zum Anschauen. Ja, Mann. Sehr geil. Okay, Bruder, jetzt reicht es wirklich. Chill doch mal, Mann. Was ist los bei dir? Ja, Mann, sehr nice. Und damit, falls ihr das genauso seht, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.